Lieber Herr Reich-Ranicki, Sie sind zu unserer großen Freude gekommen, um heute Abend über unsere Klassiker heute zu sprechen. Ein Thema, ich war an der Klassik sehr stark interessiert, in erster Linie an deutscher Klassik. Also Goethe, Schiller, Kleist, Lessing, das waren die Autoren, die mich sehr beeindruckt haben. Einmal schrieb ich einen großen, langen Aufsatz, einen Hausaufsatz, drei Hefte voll. Man sollte über den Lieblingsschriftsteller schreiben. Und ich schrieb die drei Hefte voll über Georg Büchner. Der Deutschlehrer gab mir die Arbeit zurück. Ich war sicher, die wird mit sehr gut bewertet werden. Aber ich habe eine Enttäuschung erlebt. Der Lehrer sagte, na, das ist keine Schularbeit mehr, aber als literarische Arbeit im Ganzen gut, nicht sehr gut. Nur, wenn du Kritiker geworden bist, dann schreib mir mal eine Postkarte. Guten Tag. Guten Tag, Frau Müller. In diesem Arbeitszimmer bin ich tätig seit einem Jahr. Vorher hatten wir, meine Sekretärin und ich, unser Büro gegenüber, schräg gegenüber in einem anderen Haus. Das wurde dann liquidiert. Jetzt sind wir hier. Da bin ich sehr froh, weil ich hier zusammen mit der ganzen Redaktion des Feuilletons bin. Ich habe 15 Jahre lang den Literaturteil der FAZ ab Ende 73 bis Ende 88 geleitet. Aber ich bin seitdem weiterhin bei der FAZ. Ich habe verschiedene redaktionelle Pflichten. Ich mache erstens die Frankfurter Anthologie. Das ist eine Rubrik, die ich 1974 in dieser Zeitung gegründet habe, weil ich damals der Ansicht war, dass die Kritik der Lyrik sehr wichtig, aber leider oft sehr langweilig ist und die Leser nicht erreicht. Und ich bin auf die Idee gekommen, als Ergänzung eine solche Rubrik zu machen, wo jede Woche ein deutsches Gedicht erscheint. Und jedes Gedicht wird kommentiert. Diese Frankfurter Anthologie, es erscheinen jeweils 50 Stück in einer Buchausgabe, es sind schon 27 Bände erschienen. Eine solche Rubrik, die sich so viele Jahre hält, hat es in der Geschichte der deutschen Presse noch nie gegeben. Die andere Aufgabe, die ich hier zu erfüllen habe, ich schreibe Kommentare für die Sonntagszeitung der FAZ. Die sind immer überschrieben, fragen Sie Reich-Ranicki. Es sind zu verschiedenen Fragen der Literatur, des literarischen Lebens, Fragen, die von Lesern kommen. Und ich beantworte sie, sofern ich dazu imstande bin. Manchmal kommen Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Das ist aber beileibe nicht meine ganze Arbeit. Das Wichtigste kommt noch, nämlich Kritiken. Ich schreibe laufend, nicht ganz regelmäßig, Kritiken für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch gelegentlich, seltener, für den Spiegel. Frau Müller, Liebste, wo sind Sie? Kommen Sie mit einem Block und setzen Sie sich. Ja, ja, ganz sicher. Liebste, schicken Sie bitte diese beiden Bücher und diese CD an Volker Hage, dann hier. Sehr geehrter Herr Metzler, mein lieber Michael Krüger, Ihr Beitrag.
Und jetzt Doris Runge. Meine Liebe, Herrn Durs Grünbein. Sie wollten doch Herrn Robert Gernhardt. Ich glaube, wir hatten doch vereinbart. Liebste Ulla, ich wollte nur schriftlich bestätigen. Es ist mir sehr daran gelegen, dass du tatsächlich über beide Gedichte schreibst und nicht auf weitere Mahnungen von mir wartest. Sehr herzlich, dein. Also ich habe viel von Literatur gelernt und ja, es ist eigentlich sehr lebendig, würde ich sagen. Und das Einzige ist, er ist sehr ungeduldig, aber damit muss man sich auseinandersetzen oder abfinden. Das ist die wahre Wahrheit. Ja. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ja, aber das ist eben so. Aber so bin ich. Ja. Das ist keine Alterserscheinung bei mir. Vor 50 Jahren war ich genauso. Noch haben Sie noch eine Frage, wirklich? Ja, mit aller Entschiedenheit gibt es etwas, woran ich sehr interessiert bin und was ich fertig machen möchte. Ich arbeite an einer Kanonbibliothek. Alles, was in der deutschen Literatur wichtig ist, soll enthalten sein. Es ist der erste Teil erschienen, die Romane. Der zweite Teil, die Erzählungen. Jetzt ist der dritte in Vorbereitung, das sind die Dramen. Ich arbeite noch an dem vierten Teil, das sind die Gedichte. Und dann kommt der fünfte und letzte, das Essayistische. Und das ist mein innigster Wunsch, diese Arbeit zu Ende zu führen. Und ich glaube, die ersten Teile, die erschienen sind und das Echo beweisen es, ein solcher Kanon ist dringend nötig. Schluss. Albertino? Nein, nein. Carlo, ich möchte nicht, das möchte ich nicht, ich möchte mich nicht zur Ruhe setzen. Nur, ich kann Ihnen nicht voraussagen, ob ich noch lange werde arbeiten können. Die Arbeitsfähigkeit ist in einem bestimmten Augenblick im Alter beendet, bei den meisten Menschen. Wann der Augenblick bei mir kommen wird, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Das Auto hat der Rechnitzki gefahren bis vor wie viel? 3 Jahren, glaube ich. Mit 80 habe ich aufgehört. Das ist genug. Zu viele Leute haben im vorgerückten Alter Unheil angerichtet. Aber hier wird rot, das ist ganz schlecht. Wir wollen hier, sehen Sie die Autos? Aber ja. Da müssen wir so rumfahren. Hier da rein wollen Sie? Nein. Das ist aber nur für Taxis. Nein. Man kann da auch stehen. Nein, nein. Hier rechts. Wir können auf diesem Platz, wo die Autos stehen, nur da, wo die Schranke ist. Wir müssen so rumfahren. Ja, ja. Also geradeaus und rechts die erste Einbiegung. Da vorne gleich die erste? Ja. Wo die Taxis stehen? Nein. Da nicht, ne? Nein, in der richtigen Straße. Ja, ich weiß, ja. Mhm. So, geradeaus. Und jetzt, ja, jetzt rechts. Ich weiß. Mhm. Hier rechts. Da war es aber so. Gar nicht hier. Wir gehen in dieses Restaurant. Die Charlot. Also, das ist hier das Restaurant Charlot. Mein Stammlokal in Frankfurt. Das ist der Inhaber. Da kann ich mich nicht weiter äußern. Aber eins ist sicher: In keinem Restaurant in Frankfurt bin ich so häufig wie hier. Und esse beinahe immer Fisch. Das ist der Lieblingskellner von Raniski. Ah, Saverio. Saverio. Grazie, grazie, er hat unlängst geheiratet. Man weiß nicht warum, aber er musste unbedingt heiraten. Ja, genau. Ja, ja. Ganz genau. Italienische Kultur in meinem Leben. Das war vor allem in meiner frühesten Kindheit das Grammophon.
Mein Vater war sehr musikalisch und dem verdanke ich es, dass es bei uns ein Grammophon gab und ein großer Teil der Schallplatten, die wir damals hatten, ich war 7, ich war 8 Jahre alt, waren italienische Opern. Naja, sehen Sie, mein Vater war an Literatur wenig interessiert. Er war viel mehr an der Musik interessiert. Er liebte vor allem Musik, die in seiner Jugend neu, modern, populär wurde. Die Musik seiner Jugend, das Moderne, das völlig Neue, das Umwerfende, das war eben Puccini. Das war, ich spreche von den letzten Jahren des 19., den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals war mein Vater rund 20 Jahre alt. Also das liebte er. Gar keine Frage, dass meine Mutter auf meine Entwicklung einen Einfluss hatte, der stärker war als der Einfluss meines Vaters. Mein Vater stammte ja aus Polen, meine Mutter aus Deutschland. Und für meine Mutter, die keine Literaturkennerin war, war für meine Mutter doch die Literatur wichtig. Sie hat viel gelesen. Manche dieser Bücher hat sie mit mir gelesen. Manche kannte sie schon und las dann noch einmal die Buddenbrooks von Thomas Mann und ähnliche Bücher jener Zeit. Und das war gut für mich. Ich konnte mich mit ihr auch über diese Bücher unterhalten. Ich kam mit meinen Eltern aus Polen nach Berlin. Im Juni 29 kam ich nach Berlin. Im Juni 29 war ich 9 Jahre alt geworden. Mein Vater ging es materiell schlecht. Er war ein sehr gütiger, liebenswerter Mensch. Aber ein guter Kaufmann war er nicht. Darunter hat die Familie sehr gelitten. Ich war von den 3 Kindern in der Familie der Jüngste. Und nachdem seine kleine Fabrik, die er in meiner Geburtsstadt Wrocław hatte, zusammengebrochen war und eine Bankrotterklärung gar nicht mehr vermeidbar war, hat die Familie beschlossen, nach Berlin zu gehen. Berlin, das war für mich vor allem das andere, das Neue, die Großstadt, der fabelhafte, mich beeindruckende Verkehr. Vergessen Sie bitte nicht, ich kam aus einer polnischen Kleinstadt. Land der Kultur, das war nichts Konkretes. Aber schon am ersten Tag in Berlin beeindruckten mich die Bahnen. Ich hatte natürlich nie im Leben eine U-Bahn gesehen. Also das waren schon, das waren die ersten Erlebnisse. Das war die neue Welt. Natürlich haben meine Eltern etwas nicht gewusst. Nämlich nicht gewusst und nicht geahnt, dass ziemlich kurz nachdem wir nach Berlin gekommen waren, Adolf Hitler an die Macht kam. Ich war ja 13 Jahre alt, als das Dritte Reich begonnen hat. Die Juden waren ausgeschlossen von allen Ausflügen, Schulausflügen, waren ausgeschlossen von verschiedenen Schulfeiern. Da ich von all diesen Dingen ausgeschlossen war, ging ich immer mehr ins Theater. Sie müssen bedenken, dass in den Bühnen die Gründgens leitete, das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das wichtigste deutsche Sprechtheater, nationalsozialistische Stücke beinahe überhaupt nicht gespielt wurden. Dieses Theater war für mich als Asyl sehr, sehr willkommen. Es war eine Flucht ins Theater, eine Flucht aus der Realität in die Welt der Literatur. Und wie gesagt, ganz stark in die Welt des Dramas. Das Haus hier hinter mir, die alte Oper in Frankfurt, habe ich sehr gern. Es ist ein schöner klassizistischer Bau. Er ist für mich so wichtig, weil er mich an das Haus erinnert, das mir in Berlin
das Liebste war und ist, nämlich das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, errichtet vom größten preußischen Architekten von Schinkel. Dieses Haus hier ist von einem Schüler von Schinkel erbaut worden und ist doch ein sehr, sehr schöner Bau. Ich bin diese Kinderei satt. Ich will das nicht. Bei allen guten Autoren hat alles einen doppelten Boden. Tagebuch ist überhaupt keine literarische Form. Tagebuch ist großer Dreck, immer. Und ich lese diesen Schwachsinn. Man verzeihe mir eine schnodderige Wendung. Ein geplappertes Buch. Vollkommen falsch. Er sieht Herrn den falsch, ich kannte ihn besser. Das literarische Quartett entstand aus dem Wunsch von Redakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens, dass ich eine ständige Sendung über Literatur mache. Meine Idee war, eine reine Diskussionssendung zu machen, in der ich der Gesprächsleiter und auch der Diskussionsteilnehmer sein sollte. Die Sendung hat eine sehr wichtige Wirkung erreicht, dass viele Menschen sich für Literatur nicht sonderlich interessierten, für die die Literatur nicht wichtig war, dennoch zugeschaut haben, um diese Auseinandersetzung, diesen gelegentlichen Kampf mitzuerleben. Und dass sie dann nach der Sendung, obwohl sie gar keine Romanleser waren, sagten, also nun muss man doch sehen zum Donnerwetter, wer hat von diesen Teilnehmern recht gehabt. Ist das nun ein gutes Buch oder nicht? Und sie haben dann selber das Buch gelesen, über das wir diskutiert haben. Er kann eben gerade Erotik nicht schildern. Dann gebe ich Ihnen noch ein Beispiel. Nein, das hilft gar nicht. Doch, es hilft schon. Noch fünf Beispiele. Sie werden mich nicht überzeugen. Wir liebten uns 4 bis 5 Mal hintereinander, bis mir buchstäblich der Saft ausging. Ach Gott, Sie ist das nur ein Unglück. Da muss man schon wirklich prüde sein, um das so Nein, schlimm zu sehen. Entschuldigung. Also bitte. Ja. Nein, das ist keine erotische Sprache, das ist nur Zotik. Nicht Sie ist eine Männerfantasie. Und ah, ja, das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle 2-mal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema, aber Gott sei Dank. Man sagte mir nachher, dass das für eine Frau etwas Schreckliches sei, etwas sehr Beleidigendes. Ich wollte sie wirklich nicht beleidigen. Das in der erregten Diskussion sind mir solche Sätze entschlüpft. Ich habe sie dann, die Intendant wünschte es, schriftlich gebeten, entschuldigen zu wollen. Aber sie war unerbittlich und sie hat dann sehr böse über das Quartett und über mich geschrieben und war zu irgendeiner Versöhnung nicht bereit, übrigens bis heute nicht. Ich bin immer bereit zur Verständigung, zur Versöhnung. Andere Leute, die mit mir zerstritten sind, wollen es nicht. Ich glaube, das ist eine Eigentümlichkeit, die in Deutschland oft beobachtet wird. Leute sind zerstritten, dann muss bis zum Lebensende Streit bleiben. In Polen, wo wir ja, meine Frau und ich, eine Weile gelebt haben, ist das ganz anders. Da sind die Literaten auch oft zerstritten. Der eine hat über den anderen Schreckliches geschrieben und dergleichen. Und dann treffen die sich zufällig auf der Straße nach einem Jahr und sagen, der eine sagt zum anderen, weißt du was, es reicht. Gehen wir einen Wodka trinken und der Fall ist erledigt. Nein, über Walser möchte ich mich nicht äußern, bitte. Er hat einen ganzen Roman gegen mich geschrieben. Ich habe dazu einmal gesagt, was ich davon halte, darüber möchte ich nicht reden. Bei Grass, ich habe sehr viel über Grass geschrieben, jahrzehntelang und sehr unterschiedlich. Ich habe ihn gelobt, gerühmt und ich habe ihn getadelt und abgelehnt. Tja, er ist sehr freundlich zu mir, wenn ich ein Buch gelobt habe und ist böse, wenn ich es nicht gelobt habe. Und wahrlich, man kann das ihm nicht übel nehmen.
Es ist kein Glück, irgendwo ein Außenseiter zu sein. Es hat ja in der Schule nicht ganz funktioniert mit der Rassenkunde. In unserer Klasse war der beste 100-Meter-Läufer ein Jude. Und der beste Deutschschüler auch ein Jude. Das war zufällig ich. Da hat also die Theorie von der Minderwertigkeit der Juden die Schüler nicht so ganz überzeugt. Das will nicht bedeuten, dass die Schüler die antisemitische Politik von Hitler für falsch, für verbrecherisch hielten. Ich weiß nicht, was sie darüber nachdachten. Sie waren ja alle Mitglieder der Hitlerjugend oder des deutschen Jungvolk. Natürlich war ich in der Klasse ein Außenseiter. Jeder Jude, der noch Schüler in diesem Gymnasium sein konnte, war ein Außenseiter. Aber ich war es ja auch im doppelten Sinne. Wissen Sie, ich war eben nicht nur als Jude ein Außenseiter, sondern auch als einer, der aus Polen gekommen war und polnische Staatsangehörigkeit hatte. Wissen Sie, es ging schon los in der Klasse, als ich noch ein Kind war, 10, 11 Jahre alt, wenn am Anfang des Schuljahres gefragt wurde, wo ich geboren sei. Ach, da gab es oft große Komödie, viel Theater, nicht angenehm für mich. Dann las die Leser vor, also du bist geboren in so, und er machte sich lustig, dass eine Stadt so merkwürdig, komisch, dann forderte er mich auf, auszusprechen, wie man die Stadt polnisch nennt. Und ich sagte, Wrocławek. Das konnte er nicht verstehen und dann begann er gleich sich darüber noch mal lustig zu machen. Also, wissen Sie, das war schon, das wusste ich, diese Schauspiel steht mir am Anfang des Schuljahres bevor. So, was nun? Es wundert manche Leute, dass ich in Lokalen eigentlich immer gern mit dem Rücken zur Wand sitze, dass ich den Eingang in das Restaurant vor mir sehen möchte. Das hat ganz einfach mit meiner Zeit im Warschauer Ghetto zu tun. Da wollte man immer, da gab es ja kleine, elende Cafés, da wollte man immer, ich jedenfalls, den Eingang vor mir sehen. Man wusste nicht, wer da kommt. Konnten Deutsche plötzlich kommen? Vielleicht war noch eine Möglichkeit zu fliehen. Jedenfalls wollte man nicht überrascht werden. Daher der Wunsch, den Eingang vor sich zu sehen. Und das ist so bei mir bis heute geblieben. Ich bin 38 aus Berlin nach Polen gekommen und gar nicht freiwillig. Ich bin in Berlin verhaftet und nach Polen deportiert worden. Der Alltag war schrecklich, wenn man auf die Straße ging. Alle paar Meter Leichen lagen. Die Leichen wurden meist mit Zeitungspapier verdeckt. Die lagen, bis sie abtransportiert wurden. Das hat immer natürlich etwas gedauert. Es waren sehr viele Menschen auf den Straßen. Die Straßen sind überfüllt. Ich habe Ghetto-Filme, Spielfilme gesehen, die das Ghetto, so leere Straßen, wo Menschen liefen oder fliehen, zeigten. Das ist großer Unsinn. Keine Straße im Ghetto war leer. Alle waren überfüllt. Überall war es sehr eng, so eng, dass man große Angst hatte, dass man da im Ghetto sehr viele Läuse waren und das Fleckfieber verbreitet war, sehr gefährlich, dass man vom Nachbarn auf der Straße irgendwas, einen Laus abkriegen kann, eine Ansteckung erfolgen kann. Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass man das alles, was ich da Schreckliches gesehen habe, irgendwie festhalten muss. Ich habe nur gedacht, mich selber zu befreien. Und das ist mir gelungen durch die Zeichnungen.
Das sind Kinder vor der Mauer, so ausgemerbelte. Das ist der Leichenwagen, der durch das Ghetto kursiert hat mit nackten Leichen. Das sind die Kinder, die ausgehungerten Kinder, die vor einem Bäckerladen stehen und das nur durch die Fenster betrachten können. Und das sind die kleinen Schmuggler. Ja, und das spricht für sich. Und ich wurde vor eine Alternative gestellt, dass man mich rausschmuggeln kann aus dem Ghetto. Aber ohne meinen Mann, denn mein Mann hatte damals schwarzes Haar und sah sehr semitisch aus. Ich sah vielleicht auch semitisch aus, weil man die jüdischen traurigen Augen erkannt hat. Aber man hat mir gesagt, ich kann rausgeschmuggelt werden, mein Mann, aber nicht. Und da habe ich gesagt, ohne meinen Mann gehe ich nicht. Und ich bin geblieben. Das ging noch, das Ghetto, bis zu dem Augenblick, als die Deportation begann. Die Deportation aus dem Warschauer Ghetto ging übrigens nicht nach Auschwitz. Nur ein Teil, ein kleinerer Teil, wurde nach Auschwitz gebracht. Die Mehrheit der Juden aus dem Warschauer Ghetto wurde nach Treblinka transportiert. In Treblinka hat so gut wie niemand überlebt. Wurden alle, die ankamen, gleich ermordet. Mein Vater, meine Mutter, ihre. Meine Mutter und meine ganze Familie, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Das alles ging mit dem. Ich habe mal gezählt, aus meiner Familie, ohne die Familie meiner Frau, sind genau 15 Personen ermordet worden. 15, darunter mein Vater, meine Mutter und mein älterer Bruder, der älter war als ich. Es gab ganze Kolonnen von Arbeitern, die frühmorgens zur Arbeit in irgendwelchen Betrieben außerhalb des Ghettos gingen. Und wenn diese Arbeitskolonnen nach mittags um 5, 5:30 zurückkehrten, waren die Deutschen sehr damit beschäftigt, diese Leute zu kontrollieren. Dieser Situation konnte man aus dem Ghetto rausgehen. Da hatten wir den jüdischen Hilfspolizisten bestochen, der angeblich ein Teil, vielleicht stimmte es, des Geldes den polnischen Polizisten gegeben hat. Die waren bestochen und die haben auf den Augenblick gewartet, wo die Deutschen abgewandt waren mit dem Rücken und gesagt, jetzt geradeaus geht, sofort, schnell. Und wir gingen mit kleinen Köfferchen, alles was wir mitnehmen konnten, waren ja kleine Köfferchen, die man leicht tragen konnte. Wir gingen raus und kaum waren wir 100, 200 Meter gegangen, da kam schon ein polnischer Polizist und hielt uns an und fragte, wer seid ihr? Und hatte ja keinen Sinn zu lügen. Ich sagte gleich, wir sind Juden, wir sind aus dem Ghetto geflohen. Na, dann kommt mit ins Revier. Naja. Das bedeutete praktisch den Tod. Man musste mit ihm verhandeln, ob er gegen eine Bestechung bereit wäre, uns vielleicht doch laufen zu lassen. Das gelang dann. Dann sind wir irgendwo hingegangen, hatten eine Adresse, wo wir sein sollten. Ach, wissen Sie, diese ganze Zeit war eigentlich die schlimmste. Nicht die Zeit im Ghetto. Die war schrecklich genug. Aber man war zusammen mit anderen. Mit der Familie und mit tausenden Leidensgenossen. Aber da waren wir ganz, ganz allein. Natürlich kann man die Frage stellen, warum hat dieser Bolek und seine Frau,
warum haben die so viel Risiko auf sich genommen, um uns beide zu retten? Am ersten Tag, als ich diesen Bolek gesehen habe und mich mit ihm unterhielt, sagte er, Adolf Hitler, Europas mächtigster Mann, hat beschlossen, diese beiden Menschen sollen nicht leben. Und ich, ein kleiner Drucker aus Warschau, habe beschlossen, sie sollen leben. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer gewinnen wird. Die Rote Armee hat uns das Leben gerettet. Wir haben es nie vergessen. Das hatte schon Einfluss auf meine Frau und auf mich. Wir haben gedacht, im kommunistischen Polen leben zu können. Das ging ja auch am Anfang sehr gut. Ich bekam sehr bald einen Posten im polnischen Außenministerium und bin nach London als Konsul geschickt worden, wo wir beinahe 2 Jahre in London lebten. Dort wurde auch unser Sohn, der jetzt Professor der Mathematik in Edinburgh ist, geboren. Naja, wir sind aus London dann Ende 1949 zurückgekehrt. Aber so wie die Dinge weitergingen, haben wir beide in einem bestimmten Augenblick gedacht, das geht nicht so weiter. Wir können in diesem Land nicht mehr leben. Und wir wollen nicht die Zukunft unseres Sohnes in diesem Land sehen. Das lassen wir nur weg. Darüber habe ich geschrieben im Buch. Ich habe keine Lust, mich wieder darüber zu äußern. Guten Abend, liebe Zuschauer, und guten Abend, Herr Reich-Ranicki. Guten Abend. Nähern wir uns der Wahrheit in kleinen Schritten. Sie sind damals in den frühen Nachkriegsjahren polnischer Generalkonsul in London gewesen. Also Generalkonsul Ihrer Heimat und natürlich auch der Regierung Gomulka. Jetzt die Frage, waren Sie Mitarbeiter des polnischen Geheimdienstes? Die Antwort lautet, aber selbstverständlich, natürlich hatte ich Kontakte. Ich war ja schließlich Konsul eines totalitären Staates kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Anfang 48 an. War es denn Ihre Aufgabe, Ihr Auftrag, und sind Sie dem nachgekommen, Kontakte zu den Mitgliedern der ja oppositionellen polnischen Exilregierung in London zu knüpfen, um die dazu zu bewegen, zurückzukehren in die Heimat? Niemals hatte ich einen solchen Auftrag, eine solche Aufgabe. Ich hatte überhaupt keine Kontakte mit polnischen Emigranten und gar keine Kontakte mit der Exilregierung in London. Über meine Tätigkeit für den polnischen Auslandsnachrichtendienst wurde hier sehr lang und breit diskutiert. Es ging ja um die Zeit vor allem, wo ich als Konsul in London war. Ich war polnischer Beamter. Ich war davor in der polnischen Armee. Und ich war polnischer Staatsangehöriger. Und ich bin nicht dem deutschen Publikum Rechenschaft schuldig, was ich gemacht habe. Ich habe Polen 1958 verlassen und war die Frage, wohin. Ich bin einfach in das Land gegangen der Literatur, die im Mittelpunkt meines Lebens war. Und ich bin auch tatsächlich ohne Schwierigkeiten hier aufgenommen worden und habe kaum in der Bundesrepublik angelangt, den Beruf des Kritikers weiter ausgeübt, nur eben nicht mehr in polnischer, sondern in deutscher Sprache. Für mich nach Deutschland zu gehen, war wirklich ein ganz besonders schreckliches Erlebnis. Das dauerte eine ganze Weile, ich kann von Jahren sprechen, bis ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, dass ich in Deutschland bin und Deutsch spreche und mit Deutschen zu tun habe. Meine Damen und Herren,
Ich möchte Sie im Namen des italienischen Generalkonsulats in Frankfurt sehr willkommen heißen. Der internationale Ruf des Professors Reich Ranicki. Ich habe kürzlich einen italienischen Preis erhalten für meine Gesamtwirkung, aber wohl vor allem im Zusammenhang damit, weil mein Buch Mein Leben in italienischer Sprache erschienen ist. Es ist insgesamt jetzt in 16 Sprachen schon erschienen. Und das Buch hat in Italien ein sehr starkes Echo. Es ist nicht der erste ausländische Preis. Ich habe in Uppsala den Ehrendoktor erhalten, also in Schweden, und in Holland, in Utrecht, ebenfalls den Ehrendoktor. Überhaupt kann ich mich nicht beklagen. Ich habe insgesamt im Leben viele Preise erhalten. Die wichtigsten für mich der Thomas-Mann-Preis und im vergangenen Jahr der höchste Preis, der Goethe-Preis. Ja, da liegen so viele Bücher auf dem Tisch herum und dabei ist es nur ein Teil, kleiner Teil meiner Buchproduktion. Die Bücher, die ich zunächst im Leben geschrieben habe, liegen hier gar nicht. Das sind die, die ich in Polen geschrieben habe. Ich habe in Polen als Kritiker mich aber ausschließlich mit deutscher Literatur beschäftigt. Das ist das erste Buch, das ich in der Bundesrepublik 1963 veröffentlicht habe. Dann vielleicht ein Beispiel eines Buches, wo ich keine Ahnung hatte, wohin es führen wird. Ich habe mal so ein schlichtes Buch gemacht, lauter Verrisse. Naja, und dann wurde das zu einem unerhörten Erfolgsbuch. Hier sind verschiedene Ausgaben der Verrisse, das wird immer wieder neu gelesen. Ich habe dann ein Buch gemacht, lauter Lobreden, in derselben Ausstattung, aber die Leute kaufen in der Regel die Verrisse. Ich möchte die Liebe zur Literatur, die ja bei mir nun sehr ernsthaft ist, weiterleiten, weitergeben, vermitteln. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass sie der Literatur viel verdanken können, wenn sie imstande sind, die richtige Literatur zu lesen und gut zu lesen. Sie können letztlich der Literatur, um gleich den Grenzfall zu nennen, Glück verdanken. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Man muss aber, um gute Literatur zu vermitteln, immer auch zeigen, warum die schlechte, die falsche Literatur schlecht und falsch ist. Meine Deutlichkeit ist, glaube ich, von Lesern oft sehr geschätzt worden. Sie waren mir dankbar dafür. Und die Autoren, ach, wenn ich sie gelobt habe, waren sie glücklich, dass ich deutlich war. Und wenn ich sie getadelt habe, wäre es ihnen lieber, wenn das etwas undeutlicher und umständlicher formuliert wäre. Ja, klar. Ja, sicher. Man möchte morden oder die Kalaschnikow entsichern oder küssen oder was weiß ich. Natürlich. Also es jemand, der Ihnen sagt, ich lese das gar nicht oder darüber bin ich erhaben, der lügt ganz einfach. Der professionelle Kritiker kann sich die Gefälligkeitskritik nicht leisten. Er hat ja auch nichts von ihr. Ich meine, der, den Sie den Sonntagskritiker nennen, sprich also der Schriftsteller, der auch mal eine Kritik schreibt, riskiert ja nicht nur nichts, sondern er kann ja auch was gewinnen, nämlich dass seine Gefälligkeit mit der eines anderen beantwortet wird. Nach dem alten Prinzip, nenn du mich Schiller, nenn ich dich Goethe. Ja, aber ich wage noch eine etwas kindliche These. Ein Schriftsteller will ja geliebt werden. Er setzt ja sehr vieles dran, um der geliebt Kritiker zu werden. Der Kritiker auch. Ja, mein Lieber, tut sich aber schwerer. Warum sage ich das? Ja, viel schwerer, natürlich viel schwerer. Er riskiert ja nicht geliebt zu werden. Ich schreibe ja keine Kritiken über Eva Demski. Kein einziges Buch. So ist es. Da steht man als Autor zwischen Scylla und Charybdis. Ja? Ja. Er schweigt und wir sind befreundet. Schwiege er nicht, wären wir es vielleicht unmöglich. Nicht. Unmöglich. Ich weiß es nicht. Lindy, ich bin seit 40 Jahren
45 Jahren mit Siegfried Lenz befreundet. Und es ist abgemacht, er weiß es, er findet sich damit ab, dass ich über seine Bücher nicht schreibe. Aber neulich, vor einigen Monaten, war ich bei ihm zu Hause. Da hat er ganz plötzlich gesagt, eigentlich habe ich es erwartet, dass du mein letztes Buch, Arnes Nachlass, analysierst. Sehen Sie, er hat sich damit abgefunden und letztlich doch nicht ganz abgefunden. Es ist sehr, sehr schwer. Der Grund ist der, dass die Kritiker, die meisten und die wichtigeren, besessen sind von diesem Beruf, von der Literatur oder vom Theater. Und eigentlich das Gespräch über Theater oder über Literatur suchen und brauchen. Und diejenigen, mit denen sie sich am besten darüber unterhalten könnten, sind eben die Autoren oder die Schauspieler, die die Kritiker fürchten. Hier ist ein Problem, das sich nicht lösen lässt. Nur, ich möchte nicht missverstanden werden. Ich klage nicht. Die Tätigkeit eines Kritikers hat viele schöne Seiten und leider auch unschöne. Aber alle Wonnen dieser Erde kann einem ein Beruf nicht zusichern. Schluss! Ich bin eigentlich, wenn Sie das so wollen, zum Ergebnis gekommen, dass das Leben manchmal langweilig ist, sehr langweilig. Die Literatur, die gute, ist nie langweilig. Und warum nicht? Weil die Literatur letztlich nichts anderes ist als konzentriertes, kondensiertes Leben. Jetzt sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Diskutiert. Es ging ja um die Zeit vor allem, wo ich als Konsul in London war. Ich war polnischer Beamter. Ich war davor in der polnischen Armee. Und ich war polnischer Staatsangehöriger. Und ich bin nicht dem deutschen Publikum Rechenschaft schuldig, was ich gemacht habe. Ich habe Polen 1958 verlassen und war die Frage, wohin. Ich bin einfach in das Land gegangen der Literatur, die im Mittelpunkt meines Lebens war. Und ich bin auch tatsächlich ohne Schwierigkeiten hier aufgenommen worden und habe kaum in der Bundesrepublik angelangt, den Beruf des Kritikers weiter ausgeübt, nur eben nicht mehr in polnischer, sondern in deutscher Sprache. Für mich nach Deutschland zu gehen, war wirklich ein ganz besonders schreckliches Erlebnis. Das dauerte eine ganze Weile, ich kann von Jahren sprechen, bis ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, dass ich in Deutschland bin und Deutsch spreche und mit Deutschen zu tun habe. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des italienischen Generalkonsulats in Frankfurt sehr willkommen heißen. Der internationale Ruf des Professors Reich Ranicki. Ich habe kürzlich einen italienischen Preis erhalten für meine Gesamtwirkung, aber wohl vor allem im Zusammenhang damit, weil mein Buch
mein Leben in italienischer Sprache erschienen ist. Es ist insgesamt jetzt in 16 Sprachen schon erschienen. Und das Buch hat in Italien ein sehr starkes Echo. Es ist nicht der erste ausländische Preis. Ich habe in Uppsala den Ehrendoktor erhalten, also in Schweden, und in Holland, in Utrecht, ebenfalls den Ehrendoktor. Überhaupt kann ich mich nicht beklagen. Ich habe insgesamt im Leben viele Preise erhalten. Die wichtigsten für mich der Thomas-Mann-Preis und im vergangenen Jahr der höchste Preis, der Goethe-Preis. Ja. Da liegen so viele Bücher auf dem Tisch herum und dabei ist es nur ein Teil, kleiner Teil meiner Buchproduktion. Die Bücher, die ich zu... Ich kann rausgeschmuggelt werden, mein Mann, aber nicht. Und da habe ich gesagt, ohne meinen Mann gehe ich nicht und ich bin geblieben. Das ging noch, das Ghetto bis zu dem Augenblick, als die Deportation begann. Die Deportation aus dem Warschauer Ghetto ging übrigens nicht nach Auschwitz. Nur ein Teil, ein kleinerer Teil, wurde nach Auschwitz gebracht. Die Mehrheit der Juden aus dem Warschauer Ghetto wurde nach Treblinka transportiert. In Treblinka hat so gut wie niemand überlebt. Wurden alle, die ankamen, gleich ermordet. Mein Vater, meine Mutter, Meine Mutter und meine ganze Familie, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, das alles ging mit dem. Ich habe mal gezählt, aus meiner Familie, ohne die Familie meiner Frau, sind genau 15 Personen ermordet worden. 15, darunter mein Vater, meine Mutter und mein älterer Bruder, der älter war als ich. Es gab ganze Kolonnen von Arbeitern, die frühmorgens zur Arbeit in irgendwelchen Betrieben außerhalb des Ghettos gingen. Und wenn diese Arbeitskolonnen nach mittags um 5, 5:30 zurückkehrten, waren die Deutschen sehr damit beschäftigt, diese Leute zu kontrollieren. Dieser Situation konnte man aus dem Ghetto rausgehen. Da hatten wir den jüdischen Hilfspolizisten bestochen, der angeblich ein Teil, vielleicht stimmte es, des Geldes dem polnischen Polizisten gegeben hat. Die waren bestochen und die haben auf den Augenblick gewartet, wo die Deutschen abgewandt waren mit dem Rücken und gesagt haben, jetzt geradeaus geht, sofort, schnell. Und wir gingen mit kleinen Köfferchen, alles, was wir mitnehmen konnten, waren ja kleine Köfferchen, die man leicht tragen konnte. Wir gingen raus und kaum waren wir 100, 200 Meter gegangen, da kam schon ein polnischer Polizist und hielt uns an und fragte, wer seid ihr? Und hatte ja keinen Sinn zu lügen. Ich sagte gleich, wir sind Juden, wir sind aus dem Ghetto geflohen. Na, dann kommt mit ins Revier. Naja, das bedeutete praktisch den Tod. Man musste mit ihm verhandeln, ob er gegen eine Bestechung bereit wäre und vielleicht doch laufen. Kühl, sehr, sehr willkommen. Es war eine Flucht ins Theater, eine Flucht aus der Realität in die Welt der Literatur. Und wie gesagt, ganz stark in die Welt des Dramas. Das Haus hier hinter mir, die alte Oper in Frankfurt, habe ich sehr gern. Es ist ein schöner, klassizistischer Bau. Er ist für mich so wichtig, weil er mich an das Haus erinnert, das mir in Berlin das Liebste war und ist. Nämlich das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, errichtet vom größten preußischen Architekten von Schinkel.
Dieses Haus hier ist von einem Schüler von Schinkel erbaut worden und ist doch ein sehr, sehr schöner Bau. Ich habe diese Kinderei satt. Ich will das nicht. Bei allen guten Autoren hat alles einen doppelten Boden. Tagebuch ist überhaupt keine literarische Form. Tagebuch ist großer Dreck, immer. Und ich lese diesen Schwachsinn. Man verzeihe mir eine schnodderige Wendung. Ein geplappertes Buch. Vollkommen falsch. Er sieht Hermlin falsch, ich kannte ihn besser. Das literarische Quartett entstand aus dem Wunsch von Redakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens, dass ich eine ständige Sendung über Literatur mache. Meine Idee war, eine reine Diskussionssendung zu machen, in der ich der Gesprächsleiter und auch der Diskussionsteilnehmer sein sollte. Die Sendung hat eine sehr wichtige Wirkung erreicht, dass viele Menschen sich für Literatur nicht sonderlich interessierten, für die die Literatur nicht wichtig war, dennoch zugeschaut haben, um diese Auseinandersetzung, diesen gelegentlichen Kampf mitzuerleben. Und dass sie dann nach der Sendung, obwohl sie gar keine Romanleser waren, sagten, also nun muss man doch sehen zum Donnerwetter, wer hat von diesen Teilnehmern recht gehabt? Ist das nun ein gutes Buch oder nicht? Und sie haben dann selber das Buch gelesen, über das wir diskutiert haben. Er kann eben gerade Erotik nicht schildern. Dann gebe ich Ihnen noch ein Beispiel. Nein, das hilft gar nicht. Doch, es hilft schon. Noch fünf Beispiele. Sie werden mich nicht überzeugen. Wir liebten uns 4 bis 5 mit der Exilregierung in London. Über meine Tätigkeit für den polnischen Auslandsnachrichtendienst wurde hier sehr lang und breit diskutiert. Es ging ja um die Zeit vor allem, wo ich als Konsul in London war. Ich war polnischer Beamter. Ich war davor in der polnischen Armee. Und ich war polnischer Staatsangehöriger. Und ich bin nicht dem deutschen Publikum Rechenschaft schuldig, was ich gemacht habe. Ich habe Polen 1958 verlassen und war die Frage, wohin. Ich bin einfach in das Land gegangen der Literatur, die im Mittelpunkt meines Lebens war. Und ich bin auch tatsächlich ohne Schwierigkeiten hier aufgenommen worden und habe kaum in der Bundesrepublik angelangt, den Beruf des Kritikers weiter ausgeübt, nur eben nicht mehr in polnischer, sondern in deutscher Sprache. Für mich nach Deutschland zu gehen, war ein ganz besonders schreckliches Erlebnis. Das dauerte eine ganze Weile, ich kann von Jahren sprechen, bis ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, dass ich in Deutschland bin und Deutsch spreche und mit Deutschen zu tun habe. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des italienischen Generalkonsulats in Frankfurt sehr willkommen heißen. Der internationale Ruf des Professors Reich Ranicki. Ich habe kürzlich einen italienischen Preis erhalten für meine Gesamtwirkung, aber wohl vor allem im Zusammenhang damit, weil mein Buch Mein Leben in italienischer Sprache erschienen ist. Es ist insgesamt jetzt in 16 Sprachen schon erschienen. Und das Buch hat in Italien ein sehr starkes Echo. Es ist nicht der erste ausländische Preis. Ich habe in Uppsala den Ehrendoktor erhalten, also in Schweden, und in Holland, in Utrecht, ebenfalls den Ehrendoktor. Überhaupt kann ich mich nicht beklagen. Ich habe insgesamt im Leben viele Preise erhalten. Die wichtigsten für mich der Thomas-Mann-Preis und im vergangenen Jahr der höchste Preis, der Goethe-Preis.
diese Bücher unterhalten. Ich kam mit meinen Eltern aus Polen nach Berlin. Im Juni 1929 kam ich nach Berlin. Im Juni 1929 war ich 9 Jahre alt geworden. Mein Vater ging es materiell schlecht. Er war ein sehr gütiger, liebenswerter Mensch. Aber ein guter Kaufmann war er nicht. Darunter hat die Familie sehr gelitten. Ich war von den 3 Kindern in der Familie der Jüngste. Und nachdem seine kleine Fabrik, die er in meiner Geburtsstadt Wrocław hatte, zusammengebrochen war und eine Bankrotterklärung gar nicht mehr vermeidbar war, hat die Familie beschlossen, nach Berlin zu gehen. Berlin, das war für mich vor allem das andere, das Neue, die Großstadt, der fabelhafte, mich beeindruckende Verkehr. Vergessen Sie bitte nicht, ich kam aus einer polnischen Kleinstadt, Land der Kultur, das war nichts Konkretes. Aber schon am ersten Tag in Berlin beeindruckten mich die Bahnen. Ich hatte natürlich nie im Leben eine U-Bahn gesehen. Also das waren die ersten Erlebnisse. Das war die neue Welt. Natürlich haben meine Eltern etwas nicht gewusst. Nämlich nicht gewusst und nicht geahnt, dass ziemlich kurz nachdem wir nach Berlin gekommen waren, Adolf Hitler an die Macht kam. Ich war ja 13 Jahre alt, als das Dritte Reich begonnen hat. Die Juden waren ausgeschlossen von allen Ausflügen, Schulausflügen, waren ausgeschlossen von verschiedenen Schulfeiern. Da ich von all diesen Dingen ausgeschlossen war, ging ich immer mehr ins Theater. Sie müssen bedenken, dass in den Bühnen die Gründgens leitete, das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das wichtigste deutsche Sprechtheater, nationalsozialistische Stücke beinahe überhaupt nicht gespielt wurden. Dieses Theater war für mich als Asyl sehr, sehr willkommen. Es war eine Flucht ins Theater, eine Flucht aus der Realität in die Welt der Literatur. Und wie gesagt, ganz stark in die Welt des Dramas. Ja, und das spricht für sich. Und ich wurde vor eine Alternative gestellt, dass man mich rausschmuggeln kann aus dem Ghetto. Aber ohne meinen Mann, denn mein Mann hatte damals schwarzes Haar und sah sehr semitisch aus. Ich sah vielleicht auch semitisch aus, weil man die jüdischen traurigen Augen erkannt hat. Aber man hat mir gesagt, ich kann rausgeschmuggelt werden, mein Mann, aber nicht. Und da habe ich gesagt, ohne meinen Mann gehe ich nicht. Und ich bin geblieben. Das ging noch, das Ghetto bis zu dem Augenblick, als die Deportation begann. Die Deportation aus dem Warschauer Ghetto ging übrigens nicht nach Auschwitz. Nur ein Teil, ein kleinerer Teil, wurde nach Auschwitz gebracht. Die Mehrheit der Juden aus dem Warschauer Ghetto wurde nach Treblinka transportiert. In Treblinka hat so gut wie niemand überlebt. Wurden alle, die ankamen, gleich ermordet. Mein Vater, meine Mutter, ihre... Meine Mutter und meine ganze Familie, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, das alles ging mit dem... Ich habe mal gezählt, aus meiner Familie, ohne die Familie meiner Frau, sind genau 15 Personen ermordet worden. 15, darunter mein Vater, meine Mutter und mein älterer Bruder, der älter war als ich. Es
gab ganze Kolonnen von Arbeitern, die frühmorgens zur Arbeit in irgendwelchen Betrieben außerhalb des Ghettos gingen. Und wenn diese Arbeitskolonnen nach mittags um 5, 5:30 zurückkehrten, waren die Deutschen sehr damit beschäftigt, diese Leute zu kontrollieren. Dieser Situation konnte man aus dem Ghetto rausgehen. Da hatten wir den jüdischen Hilfspolizisten bestochen, der angeblich ein Teil, vielleicht stimmt es, des Geldes dem polnischen Polizisten gegeben hat. Die waren bestochen und die haben auf den Augenblick gewartet, wo die Deutschen abgewandt waren mit dem Rücken und sie sagten, jetzt geradeaus geht, sofort, schnell. Und wir gingen mit kleinen Köfferchen, alles was wir mitnehmen konnten, waren ja nach Berlin zu gehen. Berlin, das war für mich vor allem das andere, das Neue, die Großstadt, der fabelhafte, mich beeindruckende Verkehr. Vergessen Sie bitte nicht, ich kam aus einer polnischen Kleinstadt, Land der Kultur, das war nichts Konkretes. Aber schon am ersten Tag in Berlin beeindruckten mich die Bahnen. Ich hatte natürlich nie im Leben eine U-Bahn gesehen. Also das waren schon, das waren die ersten Erlebnisse. Das war die neue Welt. Natürlich haben meine Eltern etwas nicht gewusst. Nämlich nicht gewusst und nicht geahnt, dass ziemlich kurz nachdem wir nach Berlin gekommen waren, Adolf Hitler an die Macht kam. Ich war ja 13 Jahre alt, als das Dritte Reich begonnen hat. Die Juden waren ausgeschlossen von allen Ausflügen, Schulausflügen, waren ausgeschlossen von verschiedenen Schulfeiern. Da ich von all diesen Dingen ausgeschlossen war, ging ich immer mehr ins Theater. Sie müssen bedenken, dass in den Bühnen die Gründgens leitete. Das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das wichtigste deutsche Sprechtheater, nationalsozialistische Stücke beinahe überhaupt nicht gespielt wurden. Dieses Theater war für mich als Asyl sehr, sehr willkommen. Es war eine Flucht ins Theater, eine Flucht aus der Realität in die Welt der Literatur. Und wie gesagt, ganz stark in die Welt des Dramas. Das Haus hier hinter mir, die alte Oper in Frankfurt, habe ich sehr gern. Es ist ein schöner, klassizistischer Bau. Er ist für mich so wichtig, weil er mich an das Haus erinnert, das mir in Berlin das Liebste war und ist. Nämlich das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, errichtet vom größten preußischen Architekten von Schinkel. Dieses Haus hier ist von einem Schüler von Schinkel erbaut worden und ist doch ein sehr, sehr schöner Bau. Ich habe diese Kinderei satt. Ich will das nicht. Bei allen guten Autoren. Wenn ich sie gelobt habe, waren sie glücklich, dass ich deutlich war. Und wenn ich sie getadelt habe, wäre es ihnen lieber, wenn das etwas undeutlicher und umständlicher formuliert wäre. Ja, klar. Ja, sicher. Man möchte morden oder die Kalaschnikow entsichern oder küssen oder was weiß ich. Natürlich. Also jemand, der ihnen sagt, ich lese das gar nicht oder darüber bin ich erhaben, der lügt ganz einfach. Der professionelle Kritiker kann sich die Gefälligkeitskritik nicht leisten. Er hat ja auch nichts von ihr. Ich meine, der, den Sie den Sonntagskritiker nennen, sprich also der Schriftsteller, der auch mal eine Kritik schreibt, riskiert ja nicht nur nichts, sondern er kann ja auch was gewinnen, nämlich dass seine Gefälligkeit mit der eines anderen beantwortet wird. Nach dem alten Prinzip, nenn du mich Schiller, nenn ich dich Goethe. Ja.
Aber ich wage noch eine etwas kindliche These. Ein Schriftsteller will ja geliebt werden. Er setzt ja sehr vieles dran, um der geliebt Kritiker zu werden. Der Kritiker auch. Ja, mein Lieber, tut sich aber schwerer. Warum sage ich das? Ja, viel schwerer, natürlich viel schwerer. Er riskiert ja nicht geliebt zu werden. Ich schreibe ja keine Kritiken über Eva Demski. Kein einziges Buch. So ist es. Da steht man als Autor zwischen Scylla und Charybdis. Ja? Ja. Er schweigt und wir sind befreundet. Schwiege er nicht, wären wir es vielleicht unmöglich. Nicht. Unmöglich. Ich weiß es nicht. Ich bin seit 40 Jahren, 45 Jahren mit Siegfried Lenz befreundet. Und es ist abgemacht, er weiß es, er findet sich damit ab, dass ich über seine Bücher nicht schreibe. Aber neulich, vor einigen Monaten, war ich bei ihm zu Hause. Da hat er ganz plötzlich gesagt, eigentlich habe ich es erwartet, dass du mein letztes Buch, Arnes Nachlass, analysierst. Sehen Sie, er hat sich damit abgefunden und letztlich doch nicht ganz abgefunden. Es ist sehr, sehr schwer. Der Grund ist der, dass die Kritiker, die meisten und die wichtigeren, besessen sind von diesem Beruf, von der Literatur oder vom Theater. Und eigentlich das Gespräch über Theater oder über Literatur suchen und brauchen. Und diejenigen, mit denen sie sich am besten darüber unterhalten könnten, sind eben die Autoren oder die Schauspieler, die die Kritiker fürchten. Hier ist ein Problem, das sich nicht lösen lässt. Nur, ich möchte nicht missverstanden werden. Ich klage nicht. Die Tätigkeit eines Kritikers hat viele schöne Seiten. Und nein, das hilft gar nicht. Doch, noch es hilft fünf schon. Beispiele. Sie werden mich nicht überzeugen. Wir liebten uns 4 bis 5 Mal hintereinander, bis mir buchstäblich der Saft ausging. Ach Gott, Sie ist das nur ein Unglück. Da muss man schon wirklich prüde sein, um das so Nein. schlimm zu sehen. Entschuldigung. Also bitte. Ja. Nein, das ist keine erotische Sprache, das ist nur Zotik. Ich Sie ist eine Männerfantasie. Und ah, ja, das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle 2-mal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema, aber Gott sei Dank. Man sagte mir nachher, dass das für eine Frau etwas Schreckliches sei, etwas sehr Beleidigendes. Ich wollte die wirklich nicht beleidigen. Das in der erregten Diskussion sind mir solche Sätze entschlüpft. Ich habe sie dann, der Intendant wünschte es, schriftlich gebeten, entschuldigen zu wollen. Aber sie war unerbittlich und sie hat dann sehr böse über das Quartett und über mich geschrieben und war zu irgendeiner Versöhnung nicht bereit, übrigens bis heute nicht. Ich bin immer bereit zur Verständigung, zur Versöhnung. Andere Leute, die mit mir zerstritten sind, wollen es nicht. Ich glaube, das ist eine Eigentümlichkeit, die in Deutschland oft beobachtet wird. Leute sind zerstritten, dann muss bis zum Lebensende Streit bleiben. In Polen, wo wir ja, meine Frau und ich, eine Weile gelebt haben, ist das ganz anders. Da sind die Literaten auch oft zerstritten. Der eine hat über den anderen Schreckliches geschrieben und dergleichen. Und dann treffen die sich zufällig auf der Straße nach einem Jahr und sagen, der eine sagt zum anderen, weißt du was, es reicht. Gehen wir einen Wodka trinken und der Fall ist erledigt. Nein, über Walser möchte ich mich nicht äußern, bitte. Er hat einen ganzen Roman gegen mich geschrieben. Ich habe dazu einmal gesagt, was ich davon halte, darüber möchte ich nicht reden. Bei Grass, ich habe sehr viel über Grass geschrieben, jahrzehntelang und sehr unterschiedlich. Ich habe ihn gelobt, gerühmt und ich habe ihn getadelt und abgelehnt. Tja, er ist sehr freundlich zu mir, wenn ich ein Buch gelobt habe und ist böse, wenn ich es nicht gelobt habe. Und wahrlich, man kann das ihm nicht übel nehmen.
Es ist kein Glück, irgendwo selber das Buch gelesen, über das wir diskutiert haben. Er kann eben gerade Erotik nicht schildern. Dann gebe ich Ihnen noch ein Beispiel. Nein, das hilft gar nicht. Doch, es noch hilft fünf schon. Beispiele. Sie werden mich nicht überzeugen. Wir liebten uns 4 bis 5 Mal hintereinander, bis mir buchstäblich der Saft ausging. Ach Gott, Sie ist das nur ein Unglück. Da muss man schon wirklich prüde sein, um das so Nein. schlimm zu sehen. Entschuldigung. Also bitte. Ja. Nein, das ist keine erotische Sprache, das ist nur Zotik. Ich Sie ist eine Männerfantasie. Und ah, ja, das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle 2-mal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema, aber Gott sei Dank. Man sagte mir nachher, dass das für eine Frau etwas Schreckliches sei, etwas sehr Beleidigendes. Ich wollte die wirklich nicht beleidigen. Das in der erregten Diskussion sind mir solche Sätze entschlüpft. Ich habe sie dann, die Intendant wünschte es, schriftlich gebeten, entschuldigen zu wollen. Aber sie war unerbittlich und sie hat dann sehr böse über das Quartett und über mich geschrieben und war zu irgendeiner Versöhnung nicht bereit, übrigens bis heute nicht. Ich bin immer bereit zur Verständigung, zur Versöhnung. Andere Leute, die mit mir zerstritten sind, wollen es nicht. Ich glaube, das ist eine Eigentümlichkeit, die in Deutschland oft beobachtet wird. Leute sind zerstritten, dann muss bis zum Lebensende Streit bleiben. In Polen, wo wir ja, meine Frau und ich, eine Weile gelebt haben, ist das ganz anders. Da sind die Literaten auch oft zerstritten. Der eine hat über den anderen Schreckliches geschrieben und dergleichen. Und dann treffen die sich zufällig auf der Straße nach einem Jahr und sagen, der eine sagt zum anderen, weißt du was, es reicht. Gehen wir einen Wodka trinken und der Fall ist erledigt. Nein, über Walser möchte ich mich nicht äußern, bitte. Er hat einen ganzen Roman gegen mich geschrieben. Ich habe dazu einmal gesagt, was ich davon halte, darüber möchte ich nicht reden. Bei Grass, ich habe sehr viel über Grass geschrieben, jahrzehntelang und sehr unterschiedlich. Ich habe ihn gelobt, gerühmt und ich habe ihn getadelt und abgelehnt. Tja, er ist sehr freundlich zu mir, wenn ich ein Buch gelobt habe und ist böse, wenn ich es nicht gelobt habe.